Meine Zeit steht in deinen Händen. Dieses Wort ist die zentrale Botschaft von Psalm 31. Der Psalm steht im Zentrum, wenn wir am Sonntag, Kirchentagssonntag, feiern. Wir wollen uns damit schon jetzt einstimmen auf den Deutschen Evangelischen Kirchentag, der unter dem Motto Jetzt ist die Zeit nächstes Jahr vom 7. bis 11. Juni in Nürnberg stattfinden wird. So bunt wie die Kirchentagsschals früherer Jahre, die ich in meinem Schrank gefunden habe und die ich heute hierher mitgebracht habe, ist auch der Kirchentag. Ich erlebe da eine fröhliche, zuversichtliche, fromme und zugleich welt- und zeitzugewandte Kirche, die mittendrin ist im Leben und die etwas widerspiegelt, was ja auch das Leben im Alltag in unseren Gemeinden prägt, nämlich eine tiefe Gewissheit, dass in den Höhen und Tiefen des Lebens, in allen Krisen und Anfechtungen, aber auch in den wunderbaren und einzigartigen Momenten unseres Lebens, eines immer bleibt: Gottes Gegenwart und Begleitung, sodass wir sagen können, meine Zeit steht in deinen Händen. Gerade in den letzten beiden Pandemiejahren haben wir schmerzlich erfahren, dass wir unser Leben viel weniger unter Kontrolle haben, als wir gedacht haben. Ein klitzekleines Virus hat alles umgestoßen. Wie tröstlich, wie kraftspendend ist es da, zu wissen, dass wir unser Leben in Gottes Hand legen dürfen. Denn Gott ist ein Gott des Lebens. Auf ihn zu vertrauen, das ist die stärkste Quelle für neue Lebensenergie, für neue Kraft, für neue Zuversicht, die ich mir vorstellen kann. Geht gesegnet und behütet in diesen Tag.